So, und jetzt kommt doch bestimmt wieder irgendein Gegner. Hier geht irgendwas schief, das weiß ich jetzt schon. Wow! Ach du Scheiße! Hier, komm einmal in, unten rein, unter die Gürtellinie. Zeitlupe abschalten, nachladen. Ach du Scheiße. Jetzt packen sich diese ganzen Replikasoldaten von selber aus. Ich werde erstmal zusehen, dass wir die Überdruckventile am anderen Ende des Raumes aktivieren. Damit wir uns, damit wir den Weg nicht doppelt und dreifach laufen. Oh, shit, 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 shit. Nachladen, Entdeckung. So, der ist hinüber. Munition aufnehmen. Nachladen und Munition aufsammeln. Zack. Zack. Ach, guck mal, Sprengladungen haben wir auch. Hier, komm, wir nehmen hier mal mit, was wir mitnehmen können. Da haben wir schon ein Überdruckventil. Hüpsa. Okay, eins aktiv. Wie viele gibt es denn? Zwei? Oder gibt es mehrere? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, es gibt nur die zwei. Dann schnell. So, das letzte theoretisch. Oh, nee, ich glaube, ich habe noch eins gesehen. Verdammt. Bis zum Geier. Oh, fuck. Heiliger Bim-Bam! Ach du Scheiße, ich hab doch gesagt Bosskampf oder sowas. Nimm das, du Scheiße. Ach du Scheiße, der hat ein Schutzschild. Das ist unfair. Komm, wir probieren mal Schockgranaten oder sowas, ne? Wo sind sie denn? Ah ja, mit Schockgranaten kann es funktionieren. Oder auch nicht. Wow. Okay, wir haben keine Schockgranaten mehr. Dann probieren wir jetzt normale Granaten. Aber Schockgranaten halten ihn auf, wie es aussieht. So. Scheißkiste! Oh, warte mal. Haben wir jetzt seine Schilde geschrottet oder was? Komm schon, fall um, du Kiste! Er ist auf jeden Fall angeschlagen. Boah, fuck. Also solche Knacken wie der hat, möchte ich auch gerne haben. Komm schon! Jawohl! Und weg ist die Kiste. Ha. Da liegen seine Überreste. Jetzt erstmal hier Klump aufsammeln. Dann brauche ich Munition, ich brauche Minen, ich brauche im Grunde genommen alles. Alles, was hier liegt. So, pass mal auf. Okay. Wir haben also nur die Schockgranaten und die Brandgranaten. Das ist nicht gut. Haben wir noch irgendwo... Da haben wir noch mehr Brandgranaten, aber ansonsten... Und eine Mine. Sehr gut. Da oben ist jetzt noch so ein Ding. Oh, scheiße, es gibt noch mehr von diesen Türen. Das gefällt mir gar nicht. Boah, Alter, der Laptop wird ordentlich warm, du. So, schauen wir mal hier rein. Ja, super. Ein Schraubenzieher. Das Ding wurde mit einem Schraubenzieher zusammengebastelt. Was sagt das wohl schon aus? Also, letztes Ventil aktivieren und dann nix wie raus hier, bevor noch mehr von diesen Scheißdingern kommen. Los, 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 los. Ja, komm, aktivier den mal. Was war das? Was ist das? Ich glaube, es ist... Backhit, Gott sei Dank. Du lebst. Unkraut vergeht. Was? Er ist hart wie ich. Backhit, Keegan und Maddie sind unterwegs. Wir wollen uns beim Stadion treffen, aber hier draußen herrscht Chaos. Wir müssen also improvisieren. Verstanden. Oh, Gott sei Dank. Dank.
Das ist doch der Hammer, oder? Hier, nächste Mission. Sie sind aus der unterirdischen Anlage entkommen und haben Kontakt zu Lieutenant Stokes und Sergeant Griffin aufgenommen. Gott sei Dank, die zwei leben noch. Ihre Befehle lauten, beim Treffpunkt am Stadion zu ihrem Team zu stoßen. Sergeant Keegan und Sergeant Morales sind mit einem APC unterwegs dorthin. Damit wir also endlich aus diesem Albtraum verschwinden können. Oh, Freunde, und 10 Minuten haben wir jetzt noch. Ich glaube, ich nehme dann schon über 2 Stunden auf. Das ist krass. Was war das überhaupt für ein Laden? Ein Krankenhaus war das jedenfalls nicht. Keine Ahnung, Pop. Ich bin froh, draußen zu sein. Die Anlage ist Teil von Projekt Harbinger, um Kandidaten wie Sie zu Replika-Commandern zu machen. Hat leider nicht sehr gut geklappt, nicht wahr, Sergeant Beckett? Nein. Sie belauschen uns immer noch? Klappe und ja. Zuhören, ihr Süßen. Geneviève Aristide denkt, sie könne Alma kontrollieren, aber das wird nicht klappen. Alma ist zu stark, um sie zu benutzen. Von Anfang an, denke ich. Also, was machen wir jetzt? Vernichten Sie sie! Wie? Das klären wir später. Jetzt müssen wir erst einmal den Treffpunkt erreichen. Schlagt euch zum Stadion durch, dann sehen wir, wie es weitergeht. Alter, sind die Ratten hier fett. So, die Tante hat was gesagt, was mir mal ganz und gar nicht gefällt. Und zwar, dass da draußen Chaos herrscht. Mit anderen Worten, sind diese Mutantenviecher etwa nach draußen gekommen? Wenn ja, wäre das scheiße. Boah, wenn mich diese Ratten angreifen, ich sag's dir. Watch for moving equipment. Nee, du gerade nicht. Exit, okay. Aber da komme ich nicht raus. Wo muss ich denn hin? Jetzt muss es doch hier irgendwo einen Weg nach draußen geben, oder? Ist ja merkwürdig. Ist ja sehr merkwürdig. Wo geht's denn hier? Bin ich blind? Wahrscheinlich. Das sieht einigermaßen gut aus. Jawohl, eine Leiter. Hoch da. So, ich weiß, ich werde gerade wieder ein bisschen ruhiger. Das liegt aber eher daran, dass ich, versuche mich auf das ganze Geschehen hier zu konzentrieren. Alter, wieso flackert eigentlich unsere Sonnenbrille schon wieder so? Ist Madame Alma in der Nähe? This department has worked 3 days without a loss of life. Best previous record, 17 days. Das ist ja krank. So, pass mal auf. Schauen wir erstmal da hinten nach. Lalalalalalala. Können wir die Tür öffnen? Jawohl. Munition! Munition. Sehr schön. So, damit ist die Schrotflinte, glaube ich, wieder voll, ne? 80 Schuss war ja das Maximum. Wir haben jetzt noch knapp 6 Minuten. Kein Problem, denke ich, oder? Stellt sich nur die Frage, wie es lang. Was zum Teufel? Heiliger Strohsack. Alter Schwede, als es angefangen hat hier, da war... Boah, wie sieht's denn da draußen aus? Alles total... Alter, das ist nicht gut. Oh, ein Hinweis. Replika-Aktivität. Dringend. Es gibt zahlreiche Meldungen von Replika-Aktivität in der ganzen Stadt. Wir versuchen herauszufinden, wie und warum sie aktiviert werden, um sie vielleicht per Fernsteuerung wieder deaktivieren zu können. In der Zwischenzeit sind Hemmungen unangebracht. Bei Sichtkontakt ausschalten. Die Explosion hat irrsinnige Interferenzen erzeugt, daher kriegen wir noch immer keine Verbindung zur Zentrale, also die Explosion vom Anfang ist gemeint, glaube ich. Wir können daher keine Verstärkung oder Ausrüstung anfordern, also bleibt nicht... hocken, um auf Rettung zu warten. Tut einfach, was ihr gelernt habt und wir werden heil hier rauskommen.
Ach du Scheiße. Was, wie, wo? Hä? Was hat das denn gerade? Versuchter Horrormoment und ich habe gerade versaut, oder wie? Naja, mir ist wurscht. Mir ist das nur recht. Ich möchte mal zu gern wissen, was jetzt da drüben ist. Ich glaube, wir müssen rausfinden, was da drüben ist, weil es hier nicht weitergeht. Also sind da draußen... Ach! Kennen wir die Straße nicht da draußen? Ich glaube, das ist die Straße vom Anfang des Spiels. Aber werden wir gleich sehen. Ach nee, willst du mir weismachen, dass hier auch blockiert ist? Das ist jetzt nicht so... Aber da liegt... Okay, da kommen wir nicht lang. Okay. Dann müssen wir vielleicht doch durch dieses Büro durch, oder? Huch. Ach du Schatten. Jetzt habe ich gerade den falschen Knopf gedrückt. Und Leute, ihr glaubt ja nicht, wie warm das der Laptop hier wird. Das ist abartig. Ich weiß nicht, ob das gesund ist. Also hier geht's mal nicht auf. Das heißt, wir müssten theoretisch hier durch. Geht das? Jawohl. Nein! Ruhe! Ich konzentriere mich gerade. Was zum... Hä? Was war das denn gerade? Medikit voll. Granaten haben wir mitgenommen. Wunderbar. Und es wird wieder ruhig. Das gefällt mir gar nicht. Speichere Daten. Okay. Herzklopfen, Herzrasen, ein dunkler Raum. Und, noch knapp 2 Minuten und 45 Sekunden. Abschnitt 4. Zerstörung. Was zum Geier? Oh Gott. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße, was ist denn hier passiert? No parking anytime. Ja, jetzt nicht mehr. Ach du verdammte Neune. Ah, die Ampel funktioniert noch, zeigt immer noch rot an, ne? Boah, Scheiße, seht euch das an. Die ganzen Menschen sind alle irgendwie... eingeäschert worden. Oh, oh. Verdammt! Was war das? Da kam gerade eine enorme Energiespitze aus der Harbinger-Anlage rein. Mit Almas telestetischer Signatur. Wohl eine Reaktion darauf, dass Sergeant Beckett geflohen ist. Die ist stinksauer. Leider hat sie wahrscheinlich gerade sämtliche Replikas in 10 Kilometern Umkreis geweckt. Oh, das ist natürlich sehr gut. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich sehr bald in Häuserkämpfe verwickelt werden. Das wird ja interessant. Alter Schwede. Alter Schwede. Ich würde jetzt am liebsten... Schips! Habt ihr das gehört? Das ist nur die Musik. Was zum Geier? Was war das denn? Oh, Freunde, Freunde, Freunde. Das gefällt mir mal gar nicht. Schlösser zerstören. Wissen wir auch schon.
Okay, nee, weißt du was? Oh, Alter, es ist 2:08 in der Früh. Ich werde jetzt erstmal die Aufnahme an dieser Stelle beenden. Und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in 4:02. Das ist ja echt heftig, was hier abgeht. Also, das boah, Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Also, ich verabschiede mich jetzt erstmal von euch, ne? Wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.